Unser heutiger Gast ist der katholische Bischof von Speyer, Herr Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Am 19. Dezember 2007 ernannte Papst Benedikt XVI. Den damaligen Weihbischof Wiesemann zum Nachfolger von Bischof Dr. Anton Schlembach. Die Amtseinführung folgte am 2. März 2008 in Speyer. Herr Dr. Wiesemann ist 62 Jahre alt und in Herford, Ostwestfalen, geboren. Das Amtsgebiet des Bischofs, das Bistum, umfasst heute die Pfalz und den Saar-Pfalz-Kreis. Von den rund 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Region sind knapp 470.000 Katholikinnen und Katholiken. Sie sind in 70 Vereinen mit vielen Gemeinden und kirchlichen Gemeinschaften organisiert. In der Deutschen Bischofskonferenz hat Bischof Wiesemann verschiedene Verantwortungsbereiche. Bernhard Pücker wird nun mit Herrn Bischof Dr. Wiesemann das Gespräch führen. Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Wiesemann, wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Es ist uns eine Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wie kam es dazu, dass Sie Bischof wurden? Ja, das ist natürlich eine längere Geschichte. Ja. Vielleicht in Kürze. Im Grunde ist es ja so, irgendwann habe ich mich mal dafür innerlich entschieden, ich möchte Priester werden, ich möchte Seelsorger sein. Und das war eigentlich so, und das war mein Lebensziel. Das habe ich auch erreicht. Ich war auch dann Pfarrer, aber es ist dann also die Frage gekommen, ob ich also als Weihbischof auch in Paderborn wirken wolle. Und das ist eine Berufung, die dann also von Rom, letztlich vom Papst ausgeht. Und ich habe dann nach langem Zögern Ja gesagt, weil diese Leidenschaft, unmittelbar mit den Menschen zusammen vor Ort zu arbeiten, und das hat mir eigentlich sehr viel Freude gemacht, und ich bin sehr, sehr gerne Pfarrer vor Ort gewesen. Es war also gar nicht so ganz einfach, aber ich habe dann Ja gesagt und man versucht auch in dieses Amt hineinzuwachsen. Ja, sehr schön. Haben Sie das eigentlich angestrebt, dass Sie gesagt haben, ich will das mal werden, oder war das einfach so auf Sie gekommen? Wie gesagt, ich wollte es eigentlich nicht unbedingt werden. Ja. Also angestrebt habe ich das wirklich nicht. Ich war wirklich mit Leib und Seele vor Ort Pfarrer, aber ich habe mich der Verantwortung versucht zu stellen. Wie Sie als Kind, was wollten Sie da werden? Wollten Sie da schon Priester werden oder hat es da noch andere Wünsche? Ja, es gab auch andere, genau. Also als Kind, wir hatten einen Heimatpfarrer damals, der mich auch persönlich geprägt hat. Ja. Und es ist ja meistens so, dass so persönliche Vorbilder auch bei so einer Suche nach einem eigenen Berufung und Berufsweg wichtig sind. Aber es war auch anderes. Nicht? Ich habe gerne, also die Musik war mir sehr, sehr wichtig, und ich habe auch in anderen Bereichen Interessen gehabt. Aber am Ende war das doch das Durchschlagendere. Was bedeutet Ihnen der Glaube persönlich und was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Ja, der Glaube, das wird einem erst, glaube ich, im Laufe des Lebens immer klarer, was er einem für den eigenen inneren Werdegang bedeutet. Für mich hat der Glaube ganz viel mit meiner eigenen Ich-Findung auch zu tun, mit dem, dass ich also durch dass ich Gott in meinem Leben gefunden habe, also auch einen Weg nochmal gefunden habe, was mir persönlich wichtig ist und wofür ich mich einsetzen will, woran ich glaube, mein Herz hängen kann und damit auch meine Motivation, mein Leben hineingeben möchte. Und dass diese Botschaft, die ich für immer noch genauso aktuell wie vor 2000 Jahren halte, die Jesus in die Welt gesetzt hat, nicht, sich davon ergreifen zu lassen. Also der Glaube ist ganz, ganz tief verbunden mit dem Finden der eigenen Berufung oder das, wofür man im Leben da sein möchte. Und wie hat Sie der Glaube geprägt, so persönlich? Hatten Sie da besondere Erlebnisse oder wie ist es? Also einerseits bin ich sehr stark auch durch meine Eltern, durch das Elternhaus mitgeprägt worden. Ja,
mein Vater und meine Mutter, die eine wirklich gläubige Frau war. Also wo ich Glaube nicht als was Aufgesetztes, auch nicht irgendwie nur so was Ritualisiertes oder was man einfach so macht, weil man hineingeboren wird in eine Gesellschaft, wirst du getauft, du gehörst dann einfach dazu. Sondern ich habe dort den Glauben auch als etwas sehr Persönliches, Haltgebendes und Kraftgebendes erlebt. Und auch als etwas Authentisches, würde man heute sagen, Gelebtes. Und auch andere Vorbilder. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig auf so einem Weg, dass man solche Menschen hat, die einem das eben, wo man spürt, dass der Glaube wirklich aus dem Inneren kommt und nicht nur aufgesetzt ist. Wie würden Sie die Rolle eines Bischofs und die Verantwortung sehen, allgemein jetzt mal gesprochen? In unserer heutigen Zeit ist es natürlich gar nicht so einfach. Die Grundaufgabe des Bischofs ist ja auch, das Volk Gottes, sozusagen die Anvertrauten, in der Gemeinschaft der Kirche zu halten, in der großen Unterschiedlichkeit. Und unsere heutige Zeit zeichnet sich ja wirklich auch noch mal stärker durchaus, dass sich Vielfalt und Unterschiedlichkeit viel, viel stärker zeigt, wenn wir mit dem Pluralismus unserer Zeit umgehen müssen. Und trotzdem das Gemeinsame des Kircheseins, das auf dem Weg sein, des Glaubens zusammenzuhalten. Und bei den verschiedenen und auch Unterschiedlichkeiten heute ist es nicht so ganz einfach und eine große Aufgabe, Menschen im Glauben, in einer Glaubensgemeinschaft so zusammenzuführen, dass die nicht sich so verengt und nur noch bestimmte Menschen ansprechen kann, sondern grundsätzlich offen bleibt und dialogfähig bleibt in der Welt. Genau. Sagen wir mal, die nächste Frage habe ich so gestellt. Wie gestalten Sie Ihre Beziehung zu den Gläubigen und den Gemeinschaften in Ihrem Bistum speziell? Wie machen Sie das, dass da diese... Ich versuche, so gut ich kann, vor Ort zu sein. Eben, das ist mir wichtig, dass ein wichtiges Mittel dafür ist, die Visitation. Ja. Das heißt, der Besuch in den Gemeinden. Ich war jetzt in diesem Jahr im Saalfalz-Kreis und habe die 10 Pfarreien dort besucht. Bin jedes Mal 2 Tage in diesen Pfarreien dann gewesen, um mit den Ehrenamtlichen vor Ort, den Hauptamtlichen vor Ort zu sprechen, in Gremien, in die Kindertagesstätten zu gehen und so weiter. Also dieses Vor-Ort-Sein ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Natürlich ist auch ganz vieles, was über Gremien geschieht, also nicht Menschen, die denn also dafür bestimmt sind, also mitzudenken, auch mitzuwirken, zu entscheiden. Es ist also eine Vielfältigkeit der Aufgaben und damit der Versuch, auch auf eine vielfältige Weise in Kontakt zu den Menschen zu bleiben und mit ihnen zusammen auf dem Glaubensweg zu sein. Ja. Sie haben es vorhin erwähnt, die Bischöfe stehen unter einer gewaltigen Verantwortung und zahlreichen Herausforderungen unserer Zeit. Ich würde Sie vielleicht bitten, ich habe jetzt einige Punkte, die jetzt so quasi Brennpunkte sind, ich würde die mal einfach so mal nennen und ich würde bitten, dass Sie vielleicht dazu Ihre Anmerkungen machen. Zum Beispiel, wie sieht es aus mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Bistum Speyer? Wie ist da die Lage momentan? Ja, wir haben ja eine unabhängige Kommission so gebildet, wie das mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung, damals noch dem Herrn Röhrig, abgesprochen wurde, wie unabhängige Aufarbeitung stattfinden kann. Und diese Kommission hat jetzt ja auch eine Studie in Auftrag gegeben und diese Studie läuft zusammen mit der Uni Mannheim. Und das ist mir sehr wichtig, Aufarbeitung können wir nicht selber machen, die muss also auch von einer anderen Instanz, die muss also von einem unabhängigen Gremium begleitet werden. Da glaube ich, sind wir jetzt auf einem wichtigen Weg, dass wir das vorantreiben. Wie sehen Sie die Entwicklung der Frauen in der katholischen Kirche? Ist ja auch immer wieder ein Thema, das im Raum steht. Also immerhin kann ich sagen, in meiner Zeit haben wir jetzt im dem Allgemeinen Geistlichen Rat, was so mit mir zusammen, wenn man will, das so das Leitungsgremium in der Diözese, der mich unterstützt, unmittelbar unterstützt in der bischöflichen Leitung.
dass wir dort also jetzt momentan 4 Frauen drin haben. Als ich gekommen bin, war noch gar keine Frau in diesem Gremium drin, sodass wir ungefähr ein Drittel mit Frauen besetzt haben. Also, sagen wir, da sehen wir, kann man schon doch sehen, dass auch in Leitungsaufgaben hinein deutlich mehr Frauen hineinkommen. Andere Fragen können wir nur im weltkirchlich gemeinsamen Zusammenhang klären, aber dafür setze ich mich auch ein. Das ist mir wichtig. Ich habe mich im synodalen Weg auch dafür eingesetzt, dass wir eine andere Bewertung in dieser Frage bekommen und dass Frauen in viel umfassenderem Maße in unserer Kirche mitwirken können. Wie beurteilen Sie die Lage bei der aktuellen Sexualmoral der Kirche? Ist auch immer wieder ein Thema, das mit den unterschiedlichen Menschen gestellt wird. Wie sehen Sie da die Sache? Also ich denke immer, die Grundkoordinaten der Sexualmoral der Kirche sind ja sehr wichtig, sind auch gerade für junge Leute heute eigentlich wichtig. Ne? Treue zum Beispiel, also so Grundwerte. Ne? Also ich erlebe das, dass an ganz vielen Stellen, dass junge Leute gerade da sehr wertebewusst denken. Und es gibt aber so einige Dinge, wo wir sagen müssen, wir müssen weiterdenken. Wir müssen auch also das, was uns wichtig an Werten ist, das bleibt ja. Aber was ist eben, was wird auch etwa in homosexuellen Partnerschaften an positiven Werten gelebt, wenn sie wirklich also auch in Treue miteinander durch ein Leben gehen? Und das müssen wir anders bewerten. Und da habe ich mich ja auch für eingesetzt, also dass es das auch kirchlich möglich ist. Insofern möchte ich durchaus eine Weiterentwicklung der Sexualmoral. Aber das bedeutet kein Bruch zur Vergangenheit in dem Sinne von, dass die grundlegenden Werte sich verändern. Aber es bedeutet schon an einigen Stellen wichtige Neujustierungen, weil wir natürlich auch Menschen sehr verletzt haben mit dem, was dort auch an Ausgrenzung geschehen ist dadurch. Ein anderes Thema, der Priestermangel. Wie haben Sie da Konzepte, wie man den Priestermangel irgendwie beseitigt oder stoppt? Gut, der Priestermangel oder auch der Mangel an hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der betrifft ja auch nicht nur die Priester, sondern auch also unsere Pastoral- und Gemeindereferentinnen und Referenten im Nachwuchs, aber auch in anderen, auch im ehrenamtlichen Bereich. Also das hängt alles davon ab, ob lebendige Gemeinden vor Ort da sind und es Freude macht, daran zu wirken und man dann auch auf die Idee kommen kann, das als zu seinem Beruf zu machen oder zu seiner Berufung im ganz tiefen Sinne. Und deswegen brauchen wir müssen sehen, wie können wir lebendige Gemeinden und Gemeinschaften vor Ort haben. Das müssen nicht immer die territorialen Gemeinden vor Ort an Ort sein, das können auch neue Formen von sein. Und wir müssen einfach an diesem Punkt innovativer denken und haben auch Ansätze dafür, aber das dauert und geht nicht so schnell in die Breite. Wie denken Sie über den Pflichtzölibat? Ja, auch das ist eine Frage. Ich habe mich auch dort im synodalen Weg positioniert. Ich halte den Zölibat als solches, die Ehelosigkeit in der Kirche, für eine hohe Gabe, die auch wichtig ist, wenn Menschen wirklich aus der inneren Freiheit sagen, ich will mich ganz dafür einsetzen. Aber ich habe mich dafür eingesetzt, dass das also nicht unbedingt und in jedem Fall mit dem Priesteramt als solchem verbunden sein muss, sondern dass es innerhalb des Priesteramtes etwa auch Zölibatäre geben kann und auch welche, also die sagen, nein, ich möchte aber trotzdem diese wichtige Berufung, die ich spüre auch und leben können und verwirklichen können als verheirateter Mensch. Also ich setze mich dafür ein, dass es beides gibt, Verheiratete und Unverheiratete. Dann, wie steht es mit dem ökumenischen Dialog bei uns hier? Also da sind wir, denke ich, in der Pfalz eigentlich
auf einem ganz guten Weg miteinander. Wir haben natürlich auch eine besondere Situation. Die Landeskirche, die evangelische wie das katholische Bistum sind ziemlich deckungsgleich in der Fläche. Wir sind auch ziemlich gleich in der Stärke sozusagen, also in der Zahl der Gläubigen jeweils. Und wir sitzen beide in Speyer sozusagen von den Leitungen. Wir haben kurze Wege miteinander und wir haben eine wirklich schon sehr intensive ökumenische Geschichte auch miteinander. Und ich kann einfach nur sagen, hier haben wir einen wirklich guten und unkomplizierten Austausch. Und wir wissen, dass wir beide gemeinsam nur als Christen ein Zeugnis in diese Welt geben können und nicht gegeneinander. Also das ist so entscheidend wichtig heute. Als Christen müssen wir zusammenstehen und für in dieser Welt ein wichtiges Zeugnis geben und uns nicht noch gegenseitig Sand in das Getriebe schütten. Ja. Sie haben vorhin den synodalen Weg erwähnt. Ich will es mal kurz für die Zuschauer ganz kurz erklären. Das sind also Laien, Priester, Frauen und Männer, die diskutieren in einem Forum darüber, wie das christliche Zeugnis reformiert und gestärkt werden kann. Also das ist ein bisschen abstrakt, aber wie gesagt, ein Gremium, das sich Gedanken macht, wie geht es weiter mit unserer Kirche. Da wollte ich Sie mal fragen, wie wichtig halten Sie diesen synodalen Weg? Ja, ich habe ihn selbst mit initiiert. Mir war das sehr wichtig, dass wir in diesen breiteren Austausch miteinander kommen, weil wir an einem Scheidepunkt auch in der Geschichte momentan kommen. Wir merken ja, wie sich die Situation sehr grundlegend verändert und wir auch neue Antworten brauchen und deswegen miteinander uns auch vergewissern müssen nochmal über den Glauben. Und der synodale Weg in Deutschland ist auch erwachsen aus diesen Missbrauchsgeschehnissen, dass wir gesagt haben, wir müssen hier die strukturellen Fragen, die dahinter auch stehen, die dahinter auch also stehen und aber wichtig sind, die müssen wir auch angehen. Und wir müssen da nochmal fragen, wie kann eine größere Beteiligung aller aus dem Volk Gottes an dem Weg der Kirche geschehen. Hier sind ganz wichtige Fragen. Und natürlich kann man die Antworten, die dann also auf diesem Weg gefunden wurden, unterschiedlich diskutieren. Ja. Und was auch wichtig ist, wir wollen nicht aus dem Verbund mit der Weltkirche ausscheren, aber wir wollen einen wichtigen Beitrag in diese Weltkirche hineingeben. Und das ist auch unsere Pflicht, unsere christliche Pflicht, das, was wir erkennen, auch also weiterzugeben. Ja. Dann eine ganz wichtige Frage, wie kann man den Mitgliederschwund in der katholischen Kirche stoppen? Wie kann man das machen? Ja, wie kann man das machen? Nicht? Das ist sicherlich, also hat er viele Gründe, aber eines ist ganz wichtig. Ich kann nur so versuchen, so authentisch wie möglich, so ehrlich wie möglich an all die Fragen, die da sind, auch heranzugehen und sie zu bearbeiten und so offen wie möglich in einen Dialog mit den Menschen, mit unserer Zeit heute zu treffen und so tief wie es eben geht aus meinem Glauben heraus auch versuchen, Menschen mitzunehmen und zu begeistern. Und ich glaube, diese Authentizität, diese Ehrlichkeit ist also momentan wirklich gefragt und ist das einzige Mittel, Glaubwürdigkeit zu erreichen. Ja. Verlorene Glaubwürdigkeit ist sehr schwer wieder zurückzugewinnen und das spüren wir. Ja. Wie sehen Sie die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland allgemein? Geht es aufwärts oder wie sehen Sie das? Also was ich klar sehen kann, ist, dass sich das sehr verändern wird. Wir sind auch in einer etwas anderen Gesellschaft. Sie wird viel pluralistischer, gibt viel mehr Anbieter auch auf dem religiösen Markt. Das merken wir ja jetzt auch mit freien Rednern zu Trauungen und Bestattungen. Und wir müssen da hinein also unsere Botschaft hinein sehr qualifiziert hinein verkünden und müssen versuchen, dass das mit einer großmöglichen Authentizität und Glaubwürdigkeit geschieht. Ja. Das ist das, was wir also, glaube ich, der Auftrag, den wir haben und den müssen wir erfüllen. Ja. Also gibt es eine Hoffnung für die Gläubigen und die Kirche insgesamt, dass das
dass man besteht und weiterlebt und vielleicht sogar noch besser, dass es noch besser entwickelt wird. Es besteht Hoffnung. Ja, ich meine, die Hoffnung, die kommt uns ja nicht aus uns, sondern aus unserem Glauben schon heraus. Ja. Nicht? Ich glaube Gott, wenn die Kirche nur ein Menschenwerk ist, dann ist das immer eine schwierige Geschichte. Wir haben eine 2000-jährige Geschichte mit Hoch und Nieder. Aber eines kann man aus dieser Geschichte sehen, dass Gott immer wieder sein Volk geführt hat, dass es immer wieder Neuaufbrüche gegeben hat. Es hat auch sehr schmerzhafte Verlustprozesse gegeben, immer wieder in der Geschichte. Also entscheidend dabei ist, dass der Glaube und die Kraft, die da drin steckt, immer wieder neue Menschen also auf den Weg gebracht hat und neu motiviert hat. Und das ist mein Glaube. Ich glaube daran, dass Gott also in unserer Zeit auch lebendig ist und er wieder Menschen ruft. Und darauf vertraue ich. Eine andere Frage: Haben Sie Hobbys? Ja, ich habe Hobbys. Also ein wichtiges Hobby ist das Klavierspielen. Also das ist immer schon für mich sehr, sehr wichtig gewesen, der musikalische Ausdruck. Und das ist auch manchmal, wenn ich abends spät wiederkomme, kann ich mich noch an meinen Flügel setzen, den ich Gott sei Dank habe. Und manchmal einfach darin auch alles verarbeiten, was mir so am Tag begegnet. Ich wandere sehr gerne, ich schwimme gerne. Und für mich ist auch wichtig, also Freundschaften mit zu pflegen. Und das tue ich allerdings viel zu wenig, weil manchmal die Verpflichtungen und andere Dinge einen so auffressen. Ja. Auch ein Bischof hat Urlaub. Was machen Sie da, wenn Sie Urlaub haben? Möglichst viel an die frische Luft raus. Ich bin zu viel in Sitzungen und so unbeweglich und ich muss unbedingt, also der Körper braucht auch wieder Bewegung und Luft. Fahren Sie da irgendwo hin? Haben Sie so ein Lieblingsziel? Oder? Ja, ich habe, also vor allen Dingen meinen wir auch, ich mit meiner Familie, mit meinen Geschwistern, wir haben schon viele, viele Jahre immer wieder, dass wir so eine Woche gemeinsam verbringen in den Bergen und wandern miteinander. Also, und das, finde ich, ist eigentlich auch etwas sehr Wichtiges und Schönes. Das ist erholsam auch. Ja, ich liebe auch die See, also ist nicht. Eine andere Frage: Gibt es auch etwas, was Sie überhaupt nicht gerne machen? Ja, was ich nicht gerne mache, ist, sind... ja, vor allem, wenn zu viele Sitzungen sind, also wenn man zu wenig unmittelbare Begegnung mit Menschen ist. Ich bin halt eben ein Seelsorger und ich bin also kein Manager, das bin ich nie gut gewesen. Und die vielen Dinge, die natürlich auch am Bischofsamt hängen, die sehr, sehr stark mit Verwaltung, mit Finanzen und damit zusammenhängen, das fehlen mir auch manchmal die das Wissen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe. Ohne die könnte ich das alles gar nicht. Okay. Also es ist also so, wir hätten noch viele, viele Fragen natürlich, aber ich denke, wir müssten jetzt so langsam zum Schluss kommen. Meine letzte Frage vielleicht: Was ist Ihr größter Wunsch für Ihre Kirche? Was wäre das? Mein größter Wunsch ist, dass sich also Menschen nicht entmutigen lassen, auch durch die schwierigen Situationen unserer Zeit, sondern dass sie den Glauben, die Kraft des Glaubens finden können und daraus wieder anfangen, einfach Gemeinschaften zu bilden und Neuanfänge zu wagen. Ich möchte das einfach also befördern, wo es eben geht, weil ich immer noch sehe, bei allen auch Versagen und Schwierigkeiten der Institution, der Glaube ist das Wichtigste, was wir in diese Welt zu geben haben. Menschen brauchen einen inneren Halt. Sie brauchen etwas, wo sie vertrauen können. Sie brauchen Orte der Geborgenheit. Sie brauchen auch die kreative Kraft, die aus dem Glauben kommt und Gesellschaft umgestaltet. In Nächstenliebe, in unmittelbarem, praktizierten Humanität, und aber auch in Trost und innerer Kraft. Quellen, die auch über Krankheit und Tod hinausweisen können. Menschen, wir brauchen Glauben und Menschen, die uns helfen dabei, auf dem Weg des Glaubens zu sein und die gemeinsam unterwegs sein möchten. Also die Konzentrierung wieder auf das, was eigentlich uns gegeben ist. Ja.
und die Kraft des Glaubens, das ist etwas Wichtiges. Also das wünschen wir Ihnen von Herzen, dass das in Erfüllung gehen möge, ja. Und bei Ihnen persönlich natürlich Wohlergehen, dass Sie gesund bleiben, ja. Und bei allem, was Sie tun, Gottes Segen, das wünschen wir Ihnen. Ja. Und wir bedanken uns also sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier zu uns gekommen sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke auch Ihnen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bedanken uns auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Wir wünschen auch Ihnen alles Gute. Bleiben auch Sie gesund. Alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.